never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings. So, und diesmal steht quasi ein Kaltstart an im Mi4, nennen wir das mal so. Also wir sind schon unterwegs im Mi4. Es sind jetzt 0 Grad, ein halber Grad plus. Ein bisschen Schneeregen gab es heute. Ein bisschen Schnee sehen wir da rechts noch im Bild. Und wir fahren jetzt los. Oder ich bin vorher so 1, 2, 3, 4 Kilometer schon gefahren. Jetzt haben wir noch 97% Akkustand. Und die Temperaturen werden gerade nachts richtig kalt. Und wir haben jetzt eine ganze Strecke vor uns, das müssten so Richtung 60, 65 Kilometer sein, die wir jetzt so ein bisschen Autobahn und Überland fahren. Das ist aber nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel ist, wenn wir die Rückfahrt antreten, denn die Rückfahrt wird im Schnee passieren. Und da bin ich mal wirklich gespannt. Ich bin letztes Jahr den E4 ein, zwei, drei Mal. Ich habe da aber relativ positive Erinnerungen und ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wie das diesmal wird, weil in der ländlichen Region, also Richtung Unna und dann runter Richtung Sauerland, da liegt halt schon jetzt ordentlich Schnee. Und ich bin gespannt, wenn es dann übermorgen auch nochmal richtig schneien soll, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Naja, wir sind auf jeden Fall dann dort, wir sind dort auf jeden Fall nochmal ein bisschen unterwegs. Das heißt, da kommen dann nochmal so ein bisschen Kilometer mit dazu. Ihr seht jetzt hier, Verkehrsaufkommen ist manchmal ein bisschen mehr. Das sind dann so ein bisschen Verkehrsbedingungen geschuldet. So, und jetzt fahren wir gleich runter und sind jetzt noch so ein bisschen Überland unterwegs. Und auch hier, das Wetter ist jetzt gerade schön, aber die Temperaturen sind jetzt schon im negativen Bereich angekommen. Akkustand ist noch wunderbar, da würde ich mir noch gar keine Gedanken um irgendwas machen. Ein Stückchen Überland hier und jetzt sind wir dann die nächsten 1,5 Tage hier vor Ort so ein bisschen unterwegs. Kalte Temperaturen, Kurzstrecke und ich bin gespannt, wie der Verbrauch sich da entwickeln wird. Und ja, hier sind wir quasi mit 84% stellen wir den E4 ab. Und jetzt geht's, nachdem wir unterwegs waren, im Schnee zurück. Und es liegt richtig ordentlich Schnee und es fällt auch noch permanent Schnee. Das müssen wir jetzt mal festhalten hier in dem Fall. Wir fahren ja raus aus der Seitenstraße und hier ist richtig ordentlich Schnee. Der E4 ist hier wirklich sehr, sehr gutmütig. Nochmal der Hinweis, das ist der E4 E-Drive 40, sprich es ist kein Allrad, es ist ein reiner Heckantrieb. Und da fahre ich jetzt gerade ganz bewusst, erstens im Eco-Modus, weil ich finde das Gas, ich wesentlich besser dosieren kann. Im Elektrowagen ist das hier gerade bei so ein bisschen rausbeschleunigen. Hier der Blitzer rechts, sehr amüsant. Also bei dem Wetter Blitzer aufstellen. Ich weiß nicht, wer jetzt hier mit mehr als 70 km/h langfahren sollte. Geht es halt darum, dass ich das Gas sehr gut dosieren kann, sehr feinfühlig unterwegs bin. Und auch das ist für mich manchmal so ein bisschen Ungewöhnung. Wenn jetzt wirklich hier wie hier so eine Fahrbahn bedeckt ist mit Schnee oder auch so festgefahren Schnee, Rutschgefahr ist, dann habe ich natürlich nicht die starke Rekuperation, also B drin, so wie es jetzt hier vorne rechts im Display zu sehen ist, ist D drin. Das heißt, adaptive Rekuperation haben wir zwar drin, aber nicht diese permanent starke. Und das finde ich dann doch durchaus angenehm, wenn wir hier unterwegs sind, weil ich dann auch mal segeln kann und mal so ein bisschen rollen lassen kann, um vielleicht das Wegrutschen vom Heck zu vermeiden. Aber in diese Bredouille, muss ich ganz klar sagen, bin ich bis dato hier auch noch gar nicht gekommen. Denn wir fahren hier wirklich, es geht recht ordentlich wellig hoch und runter. Es sind jetzt keine Steilberge hoch, aber es geht schon ganz ordentlich. Und auch jetzt gleich dürfen wir hier nochmal abbiegen. Sehen wir jetzt schon, wir fahren auf die Kreuzung quasi zu. Und dann gilt es da natürlich auch rauszubeschleunigen aus dem Schneematsch oder auf dem Schneematsch. Und ja, fahren wir mal ran. Vor mir fährt los. Und das sieht man leider häufiger, gerade bei diesen Bedingungen, dass gerade der Frontantrieb, da häufig mit durchdrehenden Rädern viel zu viel Gas gefahren wird, schlecht dosiert vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber im E4 ist das wirklich, einerseits kommt da natürlich die Masse zum Tragen. Die drückt natürlich richtig ordentlich. Und dann der Heckantrieb dazu, finde ich, macht gar kein Thema,
ist ein sehr entspanntes Fahren. Wenn man natürlich jetzt nicht nur die Thematik Sportmodus und On-Off kennt, also nur Vollgas oder Bremse, dann ist das eine sehr entspannte Fahrt. Und ich habe hier irgendwie so gar keine Befindlichkeiten mit dem i4. Habe ich auch schon im tieferen Schnee auch nichts an irgendwelchen Bauchschmerzen gehabt. Ich wäre mal wirklich interessiert daran, den 50er als Allrad im Schnee zu fahren, um den direkten Vergleich zu haben. Und hier sieht man nochmal richtig, wie viel Schnee hier liegt. Das ist schon ordentlich. Also für, muss man jetzt sagen, für einen, der aus dem Ruhrgebiet kommt, ist das viel Schnee. Es schneit auch permanent weiter. Der ein oder andere Münchner Kollege oder aus irgendwie Süddeutschland wird sagen, Schnee, was ist das denn? Das ist nur so ein bisschen. Da, bei euch gibt es noch viel mehr. Das ist mir durchaus bewusst. Auch für hier ist das schon relativ viel Schnee. Und auch wenn wir jetzt hier abbiegen und dann gleichzeitig auch ein Stückchen so hochfahren mit viel Schneematsch, entspannter Gasfuß, langsam beschleunigen und es geht wunderbar. Die DSC-Lampe hat auf der ganzen Fahrt nicht ein einziges Mal geleuchtet. Selbst wenn ich das mal provoziert habe, einfach mal ganz bewusst, dass ich mal wirklich, obwohl es so ein Stück gerade war, wirklich einfach mal kurz Kickdown gegeben habe. Da habe ich beschleunigt, aber die DSC-Lampe ging nicht mal annähernd an. Also es zeigt, hier ist sehr viel Traktion da. Also die Masse vom i4 ist dann natürlich dann jetzt wirklich ein Pfund, weil es natürlich richtig schön Druck auf die Räder gibt und dadurch ich auch Wahnsinnstraktion habe. Masse, und wir reden hier von mehr als 2,1 Tonnen. Ausstattungsbedingt kann das so ein bisschen variieren. Aber 2,1 Tonnen sind halt schon mal eine Ansage und die drücken natürlich richtig ordentlich. Und auch hier auf der Autobahn, ob da so ein bisschen mehr Matsch-Schnee-Zeug ist, gar kein Thema. Also wirklich, habe ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen gehabt. Der Wagen fuhr wirklich wie ein Brett. Ähnlich wie der iX3, den bin ich auch schon wirklich richtig viel Kilometer im Winter gefahren. Es ist überhaupt kein Ding, also gar nicht. Und selbst da habe ich auch schon wirklich richtig tiefen Schnee erlebt mit dem Heckantrieb im EX3. Auch da kein Thema, kein Steckenbleiben, kein nichts. Klar, wenn ich jetzt auf 50, 60 cm Neuschnee reinfahre, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich da, dass ich stecken bleibe. Aber das hat dann andere Gründe, dass ich hier vielleicht aufsetze mit dem i4 oder mit dem EX3, auch hier durch Dortmund durch. Viel Schneematsch, ihr seht links, richtig ordentlich Schnee. Und wir fahren hier einfach mal mittendurch. Ohne Befindlichkeiten. Aber wo ich jetzt mal wirklich drauf gespannt bin, ist der Verbrauch. Also wir sind einmal die Strecke gefahren ins Sauerland. Das waren so 60, 70 Kilometer. Vor Ort sind wir einige Kurzstrecken gefahren. 5, 4, 15 da und. Also hin und her. Und jetzt ging es, naja, was waren das jetzt? Knapp über 80 Kilometer geht es jetzt Richtung Bochum wieder. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, auch gerade hier mit der Autobahnfahrt. Die ist, naja, moderat von der Geschwindigkeit, muss man ganz klar sagen, auch dem Verkehr mitgeschuldet. Und wir sind jetzt hier gleich am Ladepark angekommen, wo wir uns den Verbrauch bzw. den i4 nochmal im Detail anschauen. Ihr kennt ihn schon, das ist der Ladepark West, ist das, glaube ich. Ich meine, West ist das in Bochum hier, von Fastnet. Ich finde den wirklich sehr, sehr praktisch und sehr, sehr gut. So, fahren wir drauf. Auch hier wirklich viel Schnee. Der eine oder andere ist hier schon hingefahren. Das sieht man anhand der Spuren. Und wir fahren jetzt einfach mal hier außen hin. Natürlich hier drunter so ein bisschen geschützt. Das finde ich dann wirklich mal sinnvoll. Und wir fahren direkt mal bis vorne hin. Wenn noch jemand kommt, dann kann er sich dahinter stellen. So, wir sind fertig. Schnee ist hier. Hier ist jetzt in Bochum der Schnee, also schon deutlich weniger, muss man ganz klar dazu sagen. Hier vorne ist ein bisschen Schneematsche. Dran am i4, das bleibt nicht aus. Hier vorne aber sonst nichts groß. Bisschen Scheinwerfer, da am Logo ein bisschen Schnee. Aber, ja, passt. Hier an der Seite sieht es schon ein bisschen mehr aus. An den Spiegeln, ja, hier unten, das ist der Klassiker, gerade so von den kürzeren Stecken jetzt hier. Hier so ein bisschen Schnee, Matsch, Eiszeug. Das ist aber einfach der Kälte bedingt, dass sich das so ein bisschen absetzt an den Spiegeln. Das ist so und wird sich auch nicht ändern. Also i4, eDrive 40, gucken wir jetzt mal. 183 Kilometer Reichweite habe ich jetzt noch. 39% bei minus 1 Grad. Zwischenzeitlich war es deutlich kälter. Und wir haben jetzt hier einen Verbrauch von 25 kWh. Gehen wir mal auf Abladen, 25,3. Aber
Und ab Fahrtbeginn sind es 26. Und es waren sogar 92 Kilometer, seht ihr? Mensch, so kann man sich täuschen. 183 Kilometer habe ich jetzt noch drin. Ich bin 92 damit gefahren. Hier draußen ist wirklich ordentlich Schnee. Also das täuscht jetzt gerade vielleicht so ein bisschen. 92 Kilometer bin ich jetzt gefahren heute mit 26 kW-Stunden bei ordentlich Schnee mit Vorklimatisieren und. Und in Summe 175, knapp 176 Kilometer. Das heißt, ich hätte rund 260, 270 Kilometer bei diesen Bedingungen an Distanz, die ich zurücklegen könnte. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Für mich ist der Tag jetzt aber auch gut. Denn wir machen jetzt nochmal einen kleinen Nachtest, möchte ich jetzt mal fast sagen. Wir fahren durch Bochum kurz zu mir. Und wir machen eins. Wir gucken mal, mit welchem Akkustand ich den Wagen abstelle. Mit 37% und 162 Kilometern Reichweite. Minus 2 Grad. Und wir gucken morgen früh, ich mache die Standklimatisierung an, mal mit welcher Reichweite ich dann quasi den Tag starte, beziehungsweise wie viel Akkustand wir haben. Und der nächste Morgen, ja, ihr hört's, der i4 läuft. Das ist die Vorklimatisierung, wunderbar, weil es ist immer noch kalt draußen, der Schnee ist nicht in Gänze weg. So, minus 2 Grad, 35% und 149 Kilometer Reichweite haben wir jetzt noch, 148, Entschuldigung, gerade abgefallen. Das ist jetzt so eine Viertelstunde, glaube ich, gelaufen. Ja, ziemlich genau eine Viertelstunde. Hier unten die blaue Lampe blinkt. Das ist der Indikator dafür, dass der Wagen vorklimatisiert wird. Und ich fahre jetzt durch Bochum noch ein ganzes Stück durch die Stadt mal durch. Gehe dort eine Runde joggen. Ja, auch im Schnee gehe ich joggen. Tut nicht weh, man muss bloß ein bisschen konzentrierter laufen oder ein bisschen entspannter laufen, je nachdem. Auch hier seht ihr, ich habe den Wählhebel nicht wie üblich bei mir in B drin, also in der starken Rekuperation, sondern in D, um halt mal noch so ein bisschen zu segeln. Lasst eure Meinung doch gern mal da zu dem Video. Sagt ihr, Mensch, das ist praktikabel? Bei dem Schnee hätte ich sogar gar mehr erwartet an Verbrauch aufgrund von mehr Abrollwiderstand, der Kälte, mehr Vorklimatisieren und. Oder sagt ihr, Mensch, finde ich jetzt ein bisschen schwach die Leistung, da müsste deutlich mehr gehen. Like das Video, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder im nächsten Video. Und wir gucken mal, ob es der i4, der iX1 oder wird. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin, dranbleiben. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact.